Liebe Freunde der aktiven Informationsbeschaffung, immer wieder werde ich gefragt, wie denn wohl bei den Apollo-Missionen 15, 16 und 17 die Autos auf den Mond gekommen sind, weil doch für solche riesigen Teile gar kein Platz in den Raumschiffen gewesen sein kann. Dabei ist die Lösung im Nachhinein eigentlich ziemlich simpel. Das Auto ließ sich so klein zusammenfalten, dass es in eine bis dahin nicht genutzte Nische der Landefähre passte. Wir sehen hier die Astronauten Charlie Duke und Bob Parker, wie sie an einem Prototypen des Mondautos zeigen, wie es später auf dem Mond aus der Landefähre entladen werden soll. Mit Hilfe von Seilzügen und einer ausgeklügelten Mechanik konnte sich das Auto ohne großen Aufwand selbst entfalten. Im Anschluss sehen wir gleich noch einige Originalaufnahmen von Apollo 15, die uns diesen Vorgang live auf dem Mond zeigen. Does it? It's coming okay.